Hallöchen, in diesem Video behandle ich das Thema Influenz aus dem Bereich der Elektrizitätslehre. Für das bessere Verständnis empfehle ich dir, zuerst mit dem sogenannten Coulomb-Gesetz auseinanderzusetzen. Grundsätzlich lässt sich sagen, elektrische Influenz ist ein Phänomen, bei dem eine Verschiebung der Ladungen stattfindet, weil auf sie ein äußeres elektrisches Feld einwirkt. Wie ist das nun zu verstehen? Betrachten wir eine nicht geladene Metallkugel. Die Ladungen innerhalb dieser Kugel sind gleichmäßig verteilt. Bringt man sie in die Nähe einer anderen Kugel, die jedoch negativ geladen ist, dann verschieben sich Elektronen bei unserer neutralen Kugel nach rechts, und zwar weil sich gleichnamige Ladungen immer abstoßen, ungleichnamige Ladungen dagegen sich immer anziehen. Also nochmal. Es findet eine Verschiebung der Elektronen innerhalb einer Kugel statt, weil wir einen negativ geladenen Körper in ihre Nähe gebracht haben. Die sogenannte Oberflächenladungsdichte ändert sich. Die Ladungsdichte der rechten Seite ist negativ, die Ladungsdichte der linken Seite ist positiv. Die eine Seite der Kugel besitzt nun einen positiven Ladungsüberschuss, die andere Seite einen negativen Ladungsüberschuss. Die Gesamtladung, also die Anzahl der einzelnen Ladungen, bleibt jedoch innerhalb der Kugel gleich. Da wir hier einen elektrischen Leiter haben, werden hauptsächlich nur Elektronen verschoben, die sich an der Oberfläche befinden. Sie haben eine viel geringere Masse als die positiv geladenen Protonen und lassen sich deshalb leichter verschieben. Die Atome selbst werden dabei nicht verschoben. Am liebsten würden natürlich alle Elektronen nach rechts wandern, aber es würde nicht gehen, denn erstens, die Abstoßungskräfte zwischen den Elektronen auf der rechten Seite würden zunehmen und zweitens, die Kugel würde auf der linken Seite nur positive Teilchen enthalten, die die ganzen Elektronen wieder zu sich ziehen werden. Bringen wir den negativ geladenen Körper noch näher zur Metallkugel, dann werden noch mehr Elektronen verschoben. Den Abstand beider Ladungen berücksichtigt das Coulomb-Gesetz. Die Voraussetzung für Influenz ist das Vorhandensein von freien, beweglichen Teilchen, zum Beispiel Elektronen. Sehr viele frei bewegliche Teilchen sind in den elektrischen Leitern, zum Beispiel Metallen, vorhanden. Nichtleiter, also Isolierstoffe, besitzen dagegen nur sehr wenige freie Elektronen. Aus diesem Grund können Isolatoren normalerweise nicht elektrisch aufgeladen, aber sie können polarisiert werden. Stichwort Polarisation. Dies ist aber ein anderes Thema. So, das war's. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann stell sie in den Kommentaren. Wenn ich dir helfen konnte, gib dem Video bitte einen Daumen hoch. Ansonsten hast du die Möglichkeit, mich zu abonnieren, um keine Videos zu verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.